willkommen bei Deutsch Podcast. Ja, wir sind, also neben mir sitzt Virpi Haach und Hallo. Ich bin Sandra Duran. Ja, wir sind Deutschlehrerinnen bzw. Deutschdozentinnen und wir haben diesen Podcast ins Leben gerufen, ja, um euch zu helfen, euer Deutsch zu verbessern. Ja. Mhm. Außerdem prüfen wir auch bei Goethe und Telk und DSD. Ja. Und heute haben wir wieder für euch ein sehr schönes Thema. Und ich finde, das ist so ein deutsches Thema. Ein total deutsches Thema. Das Wandern ist des Müllers Lust. Ach, toll gesagt. Ja, super. Ja, Wanderlust in Deutschland oder Wanderbewegung, ja, die gab es ja früher, also wenn wir mal so ganz weit zurückblicken in der Romantik, also so ja quasi 18. Jahrhundert, vor allem Anfang 19. Jahrhundert, fingen die Leute in Deutschland an, irgendwie durch die Gegend zu laufen und zu wandern. Ja, genau. Und es gab ja auch das berühmte Bild der Wanderer, also der ja von David Caspar Friedrich. Und ja, also das ist so, glaube ich, verbindet schon man so damit, ne? Diese Freiheit, ja, dieses auch zu sich kommen, zur Natur kommen. Genau, das stimmt, ja. Aber wir waren beide schon ganz oft wandern. Wir waren auch schon zusammen wandern. Ja, wir waren auch zusammen wandern, stimmt. Und du wirst auch und ich werde auch in den Ferien wieder wandern. Auf jeden Fall. Gerade in den Herbstferien finde ich das toll, wenn man wandert und dann sieht man, wie die Natur sich durch den Herbst ändert. Die Blätter werden rot. Ja. Das ist einfach wunderschön und die Luft ist dann auch so toll. Also im Oktober wird es dann ja auch schon langsam so ein bisschen kälter und kühler oder Nebel steigt so aus den Wäldern hervor. Also es ist herrlich. Ich liebe es. Ja, genau. Das ist bei mir auch so. Also im Frühjahr ist es natürlich auch wunderschön, weil dann blüht alles auf. Also die Natur wacht auf. Wir entdecken wieder die Vögel, die ein Nestchen bauen und herrlich. Und was ich gerade jetzt auch im Herbst oder auch im Frühjahr so toll finde, du hast deine Wanderschuhe an, du wanderst ja dann mehrere Stunden und dann entdeckst du einen Bach und dann ziehst du deine Wanderschuhe aus. Ach ja, herrlich. Und dann gehst du über diesen Bach und genießt diese Frische in deinen Füßen. Das ist wirklich großartig. Wie erklärst du deinen Teilnehmenden oder deinen Lernenden den Unterschied zwischen Wandern und Spazierengehen? Ich weiß nicht, ob dir das auch so begegnet, aber ich habe diese Frage immer im Unterricht. Ich auch. Und also ich erkläre das immer, dass man länger unterwegs, dass man länger unterwegs ist und ja, mehrere Kilometer läuft, also und mehrere Stunden. Man hat vielleicht noch etwas zum Essen und Trinken mit. Genau, also man ist in der Natur, das sage ich dann auch immer. Richtig. Also ich wandere nicht durch eine Stadt, nein, sondern, also klar, das kann vielleicht mal so eine Zwischenstrecke sein, wenn ich eine sehr lange Wanderung habe, dass ich einen Teil durch eine Stadt dann laufe. Aber letztlich laufe ich auf Wegen in der Natur, im Wald, Bergen, um einen See herum oder so. Genau, also es gibt ja auch wunderbare Wanderwege überhaupt in Deutschland. Das ist irre organisiert in Deutschland, muss man echt sagen. Genau, die sind so, also die Wanderwege sind so gut markiert. Also auch wenn man zum ersten Mal wandern würde, also kann man den Weg fast nicht verlieren. Ja, das stimmt. Also das ist, wir können ja mal so ein bisschen durchgehen, wo man auch irgendwie gut wandern kann. Was jetzt nicht so weit weg von uns ist, ist der Harz. Das Gebirge in der Mitte Deutschlands sozusagen. Und da ist wirklich, also das ist so toll markiert und auch beschriftet, dass man eigentlich immer weiß, wo man ist. Also ich bräuchte nicht mal ein Handy, sondern kann wirklich eben so sehen, auch was mittlerweile auch an den meisten Abschnitten ist, ist die Zeit. Ja. Also dass sowohl eine Kilometerangabe ist, als aber auch eine Zeitangabe. Genau. Und das finde ich auch klasse. Ja. Das kommt auch relativ gut hin meistens. Also Wenn man jetzt nicht ganz langsam unterwegs ist oder das zu den ganz schnellen gehört. Ja, also meistens sind wir sogar ein bisschen schneller. Das haben wir auch festgestellt. Und dann irgendwie finde ich das auch, dass man kann es sehr gut planen. Also deine Tagesstrecken, also gut, heute möchte ich also 4 Stunden unterwegs sein und das ist so gut planbar einfach. Ja. Und wenn du jetzt also erwähnst, also im Harz, also ich kannte das ja früher gar nicht so und wir waren jetzt des Öfteren dort
Und diese Landschaft, also die ist ja atemberaubend. Also, Also ich bin auch jedes Mal begeistert. ja. Vor allem, also der Harz, ich glaube, weiß ich nicht, ob der so ein bisschen verkannt wird oder so, aber gerade so im Ausland, wenn man dann irgendwie ans Wandern denkt, dann denken die meisten wahrscheinlich wirklich an die Alpen, ans Ja, Allgäu oder so. Ich glaube, das genau. ist so den meisten irgendwie im Ausland bekannt. Aber der Harz, der ist so, ja, ich weiß es nicht. Also ich hatte das in der Familie vorgeschlagen, auch im vergangenen Jahr. Hey, lasst uns doch mal wandern in den Harz. Also was natürlich bei, ich sag mal, den Familienmitgliedern unter 40 ein Augenrollen hervorruft und ein Ja. Geschnaufen, boah, im Harz. Aber ja, also gut, die ganz jüngere Tochter fand das immer noch nicht so spannend, dann auch als sie da war. Aber eigentlich ja, gefällt es dann irgendwann auch Jugendlichen. Also es Ja. ist nämlich nicht so verschnarcht oder langweilig, wie man das jetzt vermuten Nee. könnte, finde ich jetzt. Ja, also und wenn man so mehrere Tage dort verbringt, also ich finde das auch ganz spannend, also bei den Erwachsenen, aber bei den Kindern ist das auch oft so, der erste Tag ist am härtesten. Also man ist wirklich müde am Ende des Tages. Die Kinder möchten gar nicht am ersten Tag mitlaufen, womöglich. Es ist auch so ungewohnt, Ja. also dass man auch wieder, ja, auch gerade vielleicht, wenn man irgendwie so aus dem Berufsleben so direkt rauskommt und eigentlich so eine stressige Phase hatte, ja, man braucht einfach so ein bisschen, um so Genau, runterzufahren, genau. finde ich auch. Ja, also wir erreichen sozusagen nach dem ersten Tag, also schon eher die Mitte. Also so, ja, und kommen wieder zur Ruhe. Ja, das finde ich auch. Was ist so die längste Strecke, die ihr gewandert seid am Stück? 32 Kilometer. Wow. Da waren wir allerdings zu zweit unterwegs. Und ja, wir haben gute 7 Stunden mit Pausen gebraucht. Wo wart ihr oder wo habt ihr Im das gemacht? Harz. Auch im Harz. Ja, Klasse. genau. Also wir waren ganz oft dort und es hat auch uns also jedes Mal sehr gut gefallen, weil die Strecken einfach oder die Wanderwege sehr abwechslungsreich auch sind. Ja, Also ich würde finde auch, ich auch. Auf, ja. ja, ich würde eigentlich jede Zeit hinfahren. Also ich weiß nicht, warum wir das jetzt in den letzten paar Jahren ein bisschen vernachlässigt haben. Ja, ich könnte mir jetzt natürlich wieder vorstellen, dass es gerade jetzt in Zeiten der Pandemie, ne, viele Menschen machen jetzt wieder im eigenen Land Urlaub, dass dann natürlich auch in diesen Regionen bestimmt mehr los sein Ja. wird als jetzt vielleicht in den letzten Jahren oder so. Ja. Also ich bin mal gespannt. Wir werden ja jetzt auch im Oktober wandern und mal gucken, was da so los Ja, ist. aber jetzt seid ihr am anderen Ende des Landes. Ja, genau. Wir fahren einmal komplett durch Deutschland durch und landen dann im Berchtesgadener Land. Das ist so der quasi der, ja, im Prinzip der letzte, das letzte Zipfelchen im Südosten Deutschlands. Also genau, man kann die österreichische Grenze dann schon erschnuppern. Ja. Und ich habe mir tatsächlich auch deshalb einen Wanderführer gekauft. Also das sind eben so kleine Hefte oder Bücher, besser gesagt, in denen dann eben verschiedene Routen vorgeschlagen sind. Ich bin mir sicher, so wie du das gesagt hast, man braucht eigentlich kein Buch und könnte direkt loslaufen und würde dann auch schon Wanderwege entdecken. Ich mag es ganz gerne, um mich schon so gedanklich auf den Urlaub Das einzustellen. finde ich Also auch herrlich. Inzwischen, also gibt es natürlich super Apps auch, also, ja. aber ich verstehe das so gut, dass du auch Bücher dazu gekauft Ja. hast. Also, ja, das ist einfach diese große Vorfreude. Eben, und dann blättert man schon mal durch und entdeckt dann irgendwas, was man gerne sehen würde. Und ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie es bei der App ist, aber meistens ist es ja eben so, wenn ich was elektronisch mir anschaue, dann muss ich was suchen. Ja. Und ich will ja nicht suchen, ich will ja etwas finden. Ja, ich verstehe. Und dann blättert man so durch das Buch und sieht dann Ja. zufällig, ach guck mal, das ist ja eine nette Strecke. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Oft variiert man ja das dann in der Realität. Also Das quasi, man stimmt. ist dann da und denkt, ach nee, wir wollten ja eigentlich den Weg lang gehen, aber jetzt sehen wir, hier ist noch ein anderer und der sieht ja auch nett aus, na, dann machen wir doch den Schlenker noch. Ja, das stimmt. Darf ich jetzt neugierig sein? Nämlich, Ja. mich interessiert das auch. Ist das, also die Unterkunft, ist das im Tal oder irgendwie auf den Bergen oder also in der Das Höhe? müsste schon ein bisschen höher sein. Also das Ah, soll ja. auf irgendeinem, ja, also so eine Anhöhe. Also und das ist wohl auch relativ einsam gelegen. Ich bin Ja. gespannt. Das habe ich wiederum im Internet gesucht. Ja. Ja. Ja.
Also ich fand das ganz spannend. Ich war in Südtirol vor wenigen Jahren und das Hotel war auf 1100 Meter Höhe. Oh, klasse. Aber das war schon die Fahrt mit dem Auto hin, war schon ganz spannend, muss ich sagen, weil die Wege natürlich schon dann irgendwie da oben etwas schmal sind. Ja, naja, klar, also da bin ich auch gespannt. Also vor allem, naja, wir fahren ja wirklich einmal komplett durch Deutschland. Wir hatten auch überlegt, dass wir dann natürlich auch mit dem Zug hinfahren könnten. Jetzt haben wir uns aber überlegt, nee, wir wollen dann zwischendurch vielleicht auch noch mal so ein paar ja, Pausen machen, vielleicht auch Freunde oder Familie besuchen, wenn wir schon mal eh diese lange Strecke fahren. Und genau, ich glaube, dann könnte ich mir, also man sagt ja auch oft, ne, der Weg ist das Ziel und ich glaube, dass dieser Weg bestimmt auch noch irgendwie schön ist, weil man dann schon irgendwie runterfährt und irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin, also ich liebe das ja sowieso auch, sei es jetzt mit dem Auto oder vor allem auch mit dem Zug, einmal so quer durch Deutschland zu fahren. Kannst du dich ja erinnern, das haben wir ja letztes Jahr gemacht, als wir dann Richtung Allgäu unterwegs waren, wie man sieht, wie sich diese Landschaft dann auf einmal verändert. Also wirklich aus Norddeutschland kommend, dann irgendwie ja einmal quer durch Deutschland zu fahren und man diese Vielfalt dann auch sieht. Das finde ich immer wieder spannend. Und dann denke ich mir auch so, okay, ja, ist jetzt gar nicht so schlimm, dass wir dieses Jahr nicht nach Spanien in den Urlaub fliegen konnten. Es ist gar nicht so schlecht hier. So. Das glaube ich auch, aber wir haben planen auch, also allerdings jetzt dieses Jahr werde ich wahrscheinlich nur mit dem Sohn losfahren und wieder in die Schweiz und Oh, da schön. wollten wir wandern. Wir werden wahrscheinlich mit dem Zug fahren, Ja. schätze ich mal. Das Also ist natürlich eine ganz schöne Strecke, ne? Bis in die Schweiz. Wie lange seid ihr unterwegs? 12 Stunden oder? also schon, also ja, knappe 12 Stunden, wobei es eine wunderbare Verbindung gibt von Hamburg aus nach Zürich direkt. Okay, ja, das ist natürlich super. Ja, das ist wirklich klasse. Ja. Also, ja, was glaubst du, was die Leute so am Wandern reizt oder warum? Also, es gibt ja auch zahlreiche Wandervereine in Deutschland. Dann kann man Wanderabzeichen sogar machen, indem man sich dann in einem Stempelheft oder so sogar die Routen bescheinigen lassen kann. Also, das machen wir jetzt nicht. Wir tragen dann den Stempel irgendwie in uns oder wir merken uns das, wo wir waren. Aber auch das ist ja, also, das ist ja wirklich weit verbreitet, wie ist das in Finnland? Wandern die Menschen Ja, da? die wandern dort auch, aber also als erstes habe ich gedacht, also es ist auch die Liebe zur Natur, Liebe zur Freiheit, also man möchte mal auch ruhig sein, also und du kennst ja, wenn du zu zweit auch unterwegs bist, hast du auch ganz tolle, intensive Ja, Gespräche. das finde ich auch. Also, was die Deutschen möchten immer, dass wenn man miteinander spricht, guckt man in die Augen. Aber wenn du wanderst, guckst du ja nicht in die Augen. Du Das ist wanderst ja. und du bist irgendwie freier, nicht so gefangen mit deinen Gedanken. Du kannst es frei irgendwie reden und ja, man ist irgendwie anders drauf. Und dann andererseits, wenn du nicht reden möchtest, geht es auch. Naja, vor allem, wenn halt wirklich, also diese Strecke so lang ist, dann ist auch, man hat ja auch die Zeit, also man hat auch wirklich mal Zeit, um Dinge zu klären oder ja, das gut klären ist jetzt so negativ oder aber auch einfach mal über was zu diskutieren, Dinge anzusprechen. Also gerade, ne, wie du sagst, 7 Stunden wandern, also ich weiß nicht, ich glaube, die längste Wanderung, die wir jetzt hatten, das waren 26 Kilometer, auch im Harz, einmal zum Brocken von Bad Harz. Harzburg, Harzberg, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also auf jeden Fall dieser Ort im Harz, bis zum Brocken und wieder zurück. Und ja, es ist genauso, wie du sagst. Also man muss sich, genau, man kann sich gar nicht immer in die Augen gucken und dann hat ja so eine Wanderung auch so eine spezielle Dynamik. Also am Anfang läuft man vielleicht eher ein bisschen nebeneinander, dann gibt es vielleicht Abschnitte, die wirklich ein bisschen anstrengender sind, weil es berghoch geht. Oder, also wir hatten da zum Beispiel einen Weg, also es ging hoch und durch den Wald und man musste die ganze Zeit über Wurzeln steigen. Da waren wir dann beide für uns und jeder musste sich alleine konzentrieren. Ich war ein bisschen schneller, weil, also mir macht das Bergsteigen nicht so viel aus. Das habe Ja. ich übrigens letztes Jahr auch festgestellt. Ich bin langsam, aber kontinuierlich. Unglaublich. Also ja, wir waren wirklich mit Sandra unterwegs und Sandra ist den steilen Berg hoch hinaufgelaufen und Wie eine ich, junge Bergziege. ja, genau.
Ich habe den gemütlicheren Weg ausgesucht und ich war etwas, glaube ich, langsamer oder ist egal, aber ich musste einen anderen Weg gehen. Ich hätte es nicht geschafft oder gefühlt hätte ich das nicht geschafft. Du hättest es auch geschafft. Ja, aber nicht mit einem anderen Tempo. Du hattest wirklich, also es war unglaublich. Dafür bekomme ich nicht mit, wenn wir auf geradem Weg sind. Dann bist du weg. Also ich glaube, ich habe so das Gefühl, ich habe so eine Geschwindigkeit und die halte ich. Also, aber die kann ich auch nicht irgendwie auf gerader Strecke irgendwie übertrumpfen. Ja. Aber ja, aber das ist so diese besondere Dynamik. Man hat sehr viel Zeit auch für sich. Also auch wenn ich dann, also wir hatten ja, als wir beide da gewandert sind, uns dann auch eben an einer Stelle getrennt. Ich habe dann auch nicht irgendwie Musik oder irgendwas gehört, sondern ich war auch wirklich für mich, weil ich auch diese Konzentration brauchte. Und so, ich glaube, und das ist irgendwie so auch dieses Herausfordernde. Und ich weiß nicht, wir sind ja auf einen Berg gewandert und alleine dieses Gefühl, du kommst oben an und hast dann diese Aussicht und dieses Gefühl, ich bin mit meinen eigenen Beinen von ganz unten, also vom Tal nach oben gelaufen. Das ist schon so ein ganz tolles Gefühl. Ja, und mit dem Blick auf die Zugspitze. Ja, im Schloss Neuschwanstein stellen wir auch noch zu. Genau, richtig. Ganz klein, wenn man es wusste. Genau. Einen Traum habe ich noch mit dem Wandern, aber den habe ich noch nicht realisieren können, deswegen ist das noch ein Traum. Ja. Irgendwann eines Tages möchte ich gerne also von Norddeutschland nach Süddeutschland wandern. Vielleicht machen wir das mal irgendwann, wenn die Kinder erwachsen sind. Oh, Wahnsinn. Und dann als Podcast-Folge nebenbei aufnehmen. Genau, das habe ich auch gedacht. Oder ein Blog oder so. Ja, das, also ich finde das ja auch, also es gibt ja, gut, das wäre jetzt keine Wanderung, sondern ein Pilgerweg. Genau. So, das gibt es ja auch immer wieder. Und ich kann das gut verstehen, dass es einerseits natürlich Menschen dazu bringt, zu sich zu finden oder natürlich auch zu einer höheren Macht zu finden. Also jetzt zum Beispiel in Form der Pilgerwege. Ich finde das auch wahnsinnig reizvoll und auch wirklich diese Strecke zu machen. Ja. Zum Beispiel der Jakobsweg, der von Norden aus, also bei uns auch fast vor der Tür ist. Ja. Genau, der geht ja auch einmal durch Deutschland, dann vor allem natürlich die bekannteste Strecke ab der französischen Grenze, dann einmal durch Spanien durch. Da gibt es ja auch zahlreiche Bücher dann dazu. Ja. Schönes Buch von H.P. Kerkeling, finde ich. Ich bin dann mal weg. Ja. Also eine gute Empfehlung. Genau, wenn ihr lesen wollt, sowieso immer Bücher lesen, aber das ist auch so, weil er es auch sehr eindrücklich beschreibt, finde ich. Ja, wie sieht es übrigens bei euch aus? Wart ihr auch schon wandern und wenn, wo wart ihr überhaupt? Also das würde uns auch interessieren. Auf jeden Fall. Schreibt uns das gerne bei Instagram oder Facebook. Wir freuen uns da wirklich immer über eure Kommentare oder auch Anregungen. Und wir antworten auch, wenn wir nicht gerade im Unterricht sind, relativ zügig. Und haben auch wirklich schon tolle Diskussionen da gehabt. Wandert ihr gerne? Wandert ihr viel? In welchen Ländern wart ihr schon wandern? Ich glaube auch, dass das so eine Art Trend ist. Also vor allem, wenn die Menschen in den Städten leben. Ja. So, die Menschen müssen raus in die Natur. Das tun sie immer mehr. Das ist schon zu beobachten, ja. Ja, finde ich auch. Auch immer mehr jüngere Menschen. Ja. Also ich fand bis vor so, 20, 30 Jahre war Wandern schon fast so spießig, irgendwie unmodern. Das ist es heute nicht mehr. Das hat sich komplett geändert. Ja. Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann wäre es super schön, wenn ihr uns mit 5 Sternen auf iTunes belohnen würdet. Ja, das war's wieder für heute. Und wir freuen uns, wenn ihr uns beim nächsten Mal wieder zuhört und sagen, tschüss, bis bald. Ja, bis bald. Tschüss.